Hey Leute, willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Together Smaragd Edition. Wir sind mitten in einem Kampf rausgelassen worden. Unser Kammeropa heißt jetzt Muku. Das ist doch mal ziemlich cool. Und Schwalbos wird eingesetzt von Vogelfänger Laurenz. Was machen wir denn mal? Glut und... Boah, wir können Stärke, gut. Oh nein, ich habe keinen Timer gestellt. Mache ich jetzt mal nebenbei, gucken, ob ich das hinkriege, ohne groß den Spielverlauf zu behindern. Kirsten und Laurenz wurden besiegt. Das ist ein Traum, das kann gar nicht anders sein. Was? Günther gewinnt Geld. Ach, hier sind wir. Boah, cool, voll auf Wechselfeld. Tada, erstmal ins Pokémon Center gehen. Schwester Joy. Willkommen im Pokémon Center, wir machen deine Pokémon wieder heile, yay. So, ich ziehe jetzt einfach mal eine Minute ab. Dankeschön, deine Pokémon sind wieder topfit. Kommen jederzeit wieder. Okay, mache ich. Ach ja, ich habe euch noch gar nicht was gezeigt. Ich möchte euch die Kollegin mal vorstellen. Vollstellen. Oh, hallo, wer bist du? Du heißt Günther? Ich sehe schon, du bist ein Trainer. Und das bedeutet, du nutzt das Pokémon-Lagerungssystem, das ich entwickelt habe. Ich bin durch simple Deduktion zu diesem Schluss gekommen. Du hast mich angesprochen, weil du mit dem PC arbeiten willst. Ach, ich habe mich gar nicht vorgestellt. Ich bin Lanette. So, und diese Lanette hat das Lagerungssystem entwickelt. Ich bin ehrlich erfreut, dich kennenzulernen. Und ich freue mich, dass du das Lagerungssystem benutzt. Wenn du magst, besuch mich doch mal. Ich wohne an der Route 114. Tschüss. Aber ich möchte das Lagerungssystem nicht benutzen. Ich möchte erstmal gucken, was wir im Team haben. Muku, Soundwave, Feigling. Ey, der ist gar nicht feige, ihr Schweine. LPAD 2. Boah, was seid ihr denn? Ich muss gleich unbedingt in die Stadt da. Oh, heftig. Okay. Ein Diablos. Ein Stolunio, wie ich richtig erkennen kann, hoffe ich. Okay. Dann nehmen wir mal Alucard nach vorne. Und leveln den ein bisschen. Boah, wie dreist die sind, Mann. Benennen die einfach meine Pokémon so cool. Hier liegt ein Nugget. Schutz wirkt nicht mehr. Okay. Nicht schlimm, kein Problem. Nico. Boah, bist du süß. Miau. Willkommen. Verkaufe bitte etwas. Und zwar Sachen wie X-Tempo, die braucht keinen Schwanz. Benutzen wir, glaube ich, sowieso nicht. Und wenn wir die benutzen, dann jetzt nicht mehr. So. Das Nugget wird verkauft. Dann haben wir ein bisschen Geld. Nein, die Schutz möchte ich behalten. Sternstaub können wir verkaufen. X-Abwehr und X-Spezial werden verkauft. Hey, irgendwann muss doch mal das Inventar hier aufräumen, das ist jetzt zum Heulen. Ja, ja, was haben wir hier? Protzer, Doppelteam, Doppelteam wird nicht benutzt, Doppelteam ist Muschi. Beeren brauchen wir nicht verkaufen, die können wir nicht verkaufen und das war's. So, was ich kaufen möchte, weiß ich grad gar nicht. Superbälle. Dann kommt mein Team-Pokémon, mein zweites. Ja, das ist jetzt auch bald. Ah, das wird alles... Oh, das wird gut. Aber das zweite Team-Pokémon kriegen wir ja später. Ich habe mir was anderes überlegt. Brauchen wir auch nicht. Brauchen wir nicht. Supertränke, wie viel haben wir? 18 Stück. Ne, ist auch zu viel. 15 reicht auch. Brauchen wir nichts. Tschüss. Ich liebe das Angeln, aber ich liebe auch das Kämpfen. Wenn mich jemand herausfordern will, bin ich bereit. Auch wenn ich angle. Dann lass mal sehen, was du hast, mein Freund. Ein Schmerbe. Boah, wackel noch länger rum. Das hat ja ewig gedauert. So, jetzt gibt's erstmal einen Flügelschlag vom guten Alucard. Das war irgendwie zu einfach. Ich liebe Kämpfe, aber das heißt nicht, dass ich gut darin bin. Aber das ist nicht schlimm, solange du Spaß daran hast, was du tust. Halt mal, kriegen wir hier nicht was her. Hier gab es doch einen hinteren Bereich. So, mein Freund, wieso kann ich hier nicht rennen? Ich möchte hier rennen können. Du gibst mir doch was. Ich bin der Fossil-Maniac. Ich bin ein netter Typ, der Fossilien liebt. Möchtest du ein Fossil haben?
Die Fossilien dagegen gehören allerdings alle mir, keins ist für dich. Wenn du unbedingt ein Fossil haben möchtest, geh in die Wüste und such bei den Felsen im Sand. Vielleicht findest du dort eins. Na, no. Ich dachte, du gibst mir Schaufler. Irgendwer gibt mir doch hier Schaufler, oder irre ich mich da jetzt completely? Mein großer Bruder ist ein Fossilmaniac. Er ist ein netter Kerl, der Fossilien liebt. Er liebt es auch, Löcher zu graben. Dieses Loch hat er alleine gegraben. Hier, das kannst du haben, damit mein... Was? Damit kannst du auch Löcher graben, wie mein Bruder. Aha, ich wusste, man kriegt hier Schaufler. So. Da-da-da-da. Was sagt die Glotze? Auf der Suche nach Trainern. Hallo, heute besuche ich... ein Gebiet in der Nähe von Route 111. Wir versuchen, ein neues, großes Talent zu finden. Unsere Kammer ruht daher auf den Trainer Günther. Etwas an diesem Trainer hat unser Interesse geweckt. Die beste Art, das Können eines Trainers festzustellen, ist, gegen ihn zu kämpfen. Und das haben wir gemacht. Und so endete schließlich der Kampf gegen Günther. Seine dominierende Vorstellung schlug uns vernichtend, zerknüllte uns und warf uns weg. Günther ist einfach unglaublich stark. Gehen wir etwas näher auf den Kampf ein. Günther hat ein Talent dafür, das Vorgehen seines Trainers... Was nochmal? Das Vorgehen seines Gegners vorherzusehen, so das war's. Das Item wurde erstaunlicherweise genau zum richtigen Zeitpunkt benutzt. Nach dem Kampf baten wir Günther um eine kurze Stellungnahme. Der Trainer sagte, Flucht. Flucht? Warum? Die Pokémon Zubat und Kamaupt von Günther und Flucht. Sehr tiefsinnig. Da liegt ein tieferer Sinn in dieser Aussage. Kein Wunder, ein bedeutender Trainer wird auch bedeutende Worte sagen. Das war's für heute, bis zur nächsten Sendung. Serious, ich bin so tiefgründig, läuft bei mir. So, du gibst mir Brüller. Alles, was mein Pokémon von sich gibt, ist Brüller. Niemand wagt sich nah heran. Wenn du magst, dann nimm mir diese Bürde, diese TM ab. Ah, kann ich machen. Und wenn ich dir die Bürde abnehmen soll, musst du mir dein Pipi jetzt schenken. TM5 wäre Brüller. Ein Brüller schlägt Pokémon in die Flucht. Aber nur, wenn man wild kämpft. Sonst wechselt es das Pokémon aus. Soweit ein anderes kampffähiges Pokémon noch im Team vorhanden ist vom Gegner. Wenn wir angeln wären, hättest du nicht den Hauch einer Chance gegen mich. Also dann zeig mal deine Pokémon. Ja, das kann gut sein. Wahrscheinlich hast du auch weitaus bessere Angeln als ich, deswegen kann ich nicht so gut angeln. Ich habe ja nur diese Standard-Kack-Angeln. Ein Carpador wird eingesetzt. Los, Alucard. Das dürftest du doch mit einem Schlag umhauen, oder? Komm, tu mir den Gefallen. Dankeschön. Boah, dieser Erfahrungsmangel, den man von Carpadors immer hat. Da kommt einfach nichts zustande. Scaldini dürfte auch ein Schlag weg sein. Warum sind wir eigentlich so stark, wenn die hier Level 17 sind? Oh nein, Superschall. Wieso sind wir 25 und höher im Team? Naja. Nein! Schlag dich doch nicht selber! Oh, das ist bedrohlich, Goldini. Ernsthaft. Komm, nochmal. Na. Ich meinte nicht das nochmal. Jetzt schaffst du es bestimmt, Alucard. Komm. Ja, endlich. Goldini wurde besiegt. Wir hatten 400 EP. Und ein Schmerbe wird in den Kampf geschickt. Das müssten wir eigentlich auch mit einem Schlag umhauen. Wie das Goldini eben. Hahaha, Roffelkopter. Ich hoffe, jetzt sind wir aus der Verwirrung raus. Yay, perfekt. Und Klatsch ins Gesicht. Ich erwähnt, dass ich schon wieder bei mir zu Hause bin. Das ist der Wahnsinn. Hier kann ich wieder richtig... Wären wir angeln, hätte ich gewonnen. Hey, sei mal nicht sauer. Hier kann ich wenigstens wieder richtig aufnehmen. Mit meiner gewohnten Technik. Oh nein. Nach dem Essen muss ich Sport treiben. Also lasst uns kämpfen. Machen wir. Machen wir. Picknick-Tan Nancy. Aus meinem Snowboard-Kids-Let's-Play bekannt. Die Nancy, die Gute. Schick Meryl und ich schick Alucard. Flügelschlag. Losch. Boah. Ich finde das so gut, dass Golbat jetzt ganz, ganz viel Schaden macht, seit der Flügelschlag kann. Und das haben wir auch auf die Bretter geschickt. Ganz viele Erfahrungspunkte gekriegt. Level 26 erreicht. Boah, ganz angenehme Stats. Boah, kann man mitarbeiten. Oh, ein Lombrero. Ein Wasserpflanzetyp. Das bedeutet, mein Flügelschlag wird doppelt so viel Schaden machen. Und das wird es sofort umnocken.
Sehr schön. Genau wie vorhergesagt. Ganz viele Erfahrungspunkte und Nancy wurde besiegt. Oh nein! Ja, das hast du verloren, Dude. Ich hatte so ein leckeres Essen, deshalb bin ich jetzt pappsatt und müde. Ja, dann wünsche ich gute Nacht. Ich gehe erstmal in Lanettes Haus rein. So. Alter, ist ja vollgestellt bis zum Ende. Oh, Günther. Entschuldige, dass das hier so chaotisch aussieht. Immer wenn ich forsche, vergesse ich aufzuräumen. Das ist echt peinlich. Erzähl das bloß niemandem. Ich gebe dir auch das hier. Eine Luturzelpuppe, yay. Wurde auf den PC übertragen, dann können wir unser Zimmer dekorieren. Hier ist noch ein Forschungsbuch. Da sind Informationen zu allen möglichen Schierte drin. Boxen eingerichtet werden, die jeweils 30 Pokémon aufnehmen können. Jeder Trainer sollte in der Lage sein, 420 Pokémon im PC-System zu lagern. Weiterlesen? Nein. Da steht nur drin, was man dann noch alles machen kann im System und bla, aber das könnt ihr euch selbst durchlesen, wenn ihr möchtet. Das ist langweiliger Shit. Ich liebe die Bärenmühle. Darum bin ich immer noch männlich, also gebe ich dir auch eine männliche Stimme. Daher sammle ich alle Bären, die ich finde. Ich schenke dir eine, wenn du magst. Eine Himibeere. Und ich glaube, diese Himibeeren sind doch da rechts an der Seite gerade zu sehen. Du solltest die Bärenmühle unbedingt zusammen mit deinen Freunden ausprobieren. Ja, genau. Ne, Persienbären. Ha. Gib her, was auch immer die können. Ich möchte sie mitnehmen. Oh Mann, wieso hält denn die Musik an? So, was machen die Bären jetzt? Persienbären. Ich hab nie gehört. Die machen Selbstheilung bei Verwirrung. Aha. Das ist gut. Da müssten wir eigentlich Alucard eine von geben. Der ist ja des Öfteren mal verwirrt. So. Hier ist eine Beere, mein Freund. Ach, jetzt kommt ein Doppelkampf. Wir nehmen den Feigling jetzt nach oben, weil er ja so richtig schön feige ist. Boah, das geht mir voll auf die Keule, dass sie dem so einen ekligen Namen gegeben haben. Ivy. Wer hat dir das alles über Pokémon beigebracht? Was? Du weißt doch gar nicht, was ich weiß. Vielleicht kann ich gar nichts und du haust mich jetzt um. Senior und Julia, Tira und Ivy. Roselia und Georock. Gar nicht mal so schlecht. Alucard und Feigling. Das regt mich auf. Irgendwie regt mich das auf. Das ist, oh, das ist voll i. Okay, was machen wir? Tempo-Hieb? Oder Kugelsaat? Tempo-Hieb. Georock wurde besiegt. Alucard kriegt und Feigling auch. Und das Roselia ist auch One-Hit. Und jetzt kommt Giftdorn. Boah, doch nicht. Ach ja, weil wegen Gift-Pokémon. Ich glaube, das geht hier nicht, oder? Was ein unglaublicher Kampfstil. Findest du? Okay, gut, danke schön, tschüss. Campen macht Spaß. Du kannst angeln, Würstchen braten und andere mit Spukgeschichten zu Tode erschrecken. Aber das Beste sind die Pokémon-Kämpfe. Oh yeah. Ja, das muss Bock machen, ne? Das muss Spaß machen. Kuno setzt Sandan in den Kampfring. Der setzt ihn einfach da rein. So, jetzt kämpf los, Sandan. Tu was. Ein Flügelschlag. Für dich. Ein Igler. Ob das reicht? Jetzt mit dem Flügelschlag das Sandan auszunocken? Wer weiß das so genau? Nicht. Es hat nicht gereicht, ja. Ich war jetzt gerade ein bisschen abgelenkt von meiner Uhr. So, Erstauner. Ha, bist du erstaunt, dass ich dich besiegt habe? Oh Mann, oh mein Gott, ein Blanas. Ein Unlicht-Pflanzetyp. Der wird jetzt auch von dem Flügelschlag mit einem Schlag sterben. Da bin ich mir fast hundertprozentig sicher. Sehr effektiv. Alucard haut alle in Grund und Boden, weil er es drauf hat. 27. Spieler besiegt Kämpfer Kuno. Das war etwas zu schwer für mich. Ja, ich bin ja auch nicht so ein Camper-Kollege von dir. Bei dir auf dem Campingplatz gewinnst du bestimmt immer. Komm, tritt gegen mein Pokémon an. Wow, Mysterious. Aber gerne. Pokémaniac Hero, Stolunior. Das dürfte mit Alucard nichts werden.
Das dürfte nichts werden, da muss ich erstmal tauschen. Da tausche ich doch glatt mal auf Feigling. Oh, macht mich das wütend. Ich weiß nicht, ob man sich das gerade vorstellen kann. Mich macht das mega sauer gerade. So, und jetzt bekommt das erstmal eine Vierfachschwäche Tempo-Hieb ins Gesicht. Oder? Ja doch, ist eine Vierfachschwäche, klar. Klar, klar, klar ist das eine Vierfachschwäche. Leute, versucht nicht, mich zu verwirren. Mein Pokémon. Boah, der ist ein bisschen suspekt, der Typ. Vergiss nicht, was du mir angetan hast. Ich werde dich immer wieder daran erinnern. Warum? Aber ich möchte seine Nummer nicht. Kann ich die löschen? Wahrscheinlich nicht. Ein Wablu. Das ist ja ultra cute. Ja. Nee, aber brauchen wir nicht. Brauchen wir nicht. Wir gehen jetzt erstmal zu Hitzkopf Hasso. Wenn du ein Lagerfeuer entzündest, muss immer Wasser in der Nähe sein. Ja, deswegen hast du einen Schneckmack und einen Wingull. Das ist praktisch, oder? Ja, nicht wundern, das ist der einzige Trainer, den ich mir in dem gesamten Spielverlauf merken konnte. Ja, und das ist eigentlich sehr peinlich. Aber immerhin etwas. Los, Wingull. Hä, das ist irgendwie voll langweilig gerade. Wir machen ja nur Trainerkämpfe. Es ist ja gar nichts Storymäßiges. Ich will irgendwen groß labern jetzt. Menno, wir haben nur noch 3 Minuten. Gut, gut. Du hast mein Feuer gelöscht. Das hättest du eigentlich auch selbst machen können, ne? Ich dachte, ich helfe dir mal. Du hast meinen Kampfgeist entfacht. Wir sollten uns gegenseitig im Pokénap eintragen. Hitzkopf Hasso wurde eingetragen. Boah, den Doppelkampf. Mache ich den jetzt? Ja, den mache ich jetzt sowieso noch, aber mit wem? Ich möchte Alucard nicht einsetzen. Ich möchte Muku einsetzen. Ohne eine gute Ausrüstung solltest du dich nicht in die Berge wagen. Haben sich deine Pokémon sehr entwickelt? Sehr entwickelt? Meinst du sehr gut entwickelt oder überhaupt entwickelt, sehr Larissa? Ich weiß nicht, was du von mir möchtest. So, ich sehe gerade, Muku ist gerade völlig überflüssig. Naja, okay, nicht ganz. Nur so ein bisschen. Weil Intensität, ich weiß, geht Intensität auf alle, das muss ich da erstmal überprüfen. Du machst eine Kopfnuss auf Lombrero und du guckst, ob Intensität auf alle geht. Oh shit, ich dachte, man kann das... Oh nein. Wenn das jetzt auf mich auch geht, dann tut das ja weh. Also nicht viel, aber es tut trotzdem weh. Merrill. Intensität 8. Das meine ich die Stärke von Erdbeben. Ah, das geht auch auf mich. Aber nicht sehr effektiv bei mir zum Glück. Kleinstein ist down und Merrill dürfte es auch einiges an Schaden machen. Oh, Crit bei Merrill. Super. Feigling erhält Punkte, Muku erhält Punkte, Feigling erhält wieder Punkte und Muku auch. Ein Kamaup wird eingesetzt. Was mache ich denn da mal? Dem gebe ich auch eine Kopfnuss. Und von dir kriegt er einen Tackle. Ich will nicht, dass du nochmal Feigling angreifst. Wenn du denn dazu kommen würdest. So, beide ganz viele Erfahrungspunkte bekommen. Die Berge sind unerbittlich. Oh, ich verstehe. Gut zu wissen. Günther gewinnt ganz viel Geld. Oh yeah, wir müssen weiter. Oh nein, jetzt muss ich jodeln. Holleridi-Dudeljö! Du musst jetzt mit Holleridi-Dudeljö, was auch immer der da sagt, antworten, da es hier kein Echo gibt. Oh, ist aber schade. Ist aber schade. So, dich mache ich noch und danach beende ich die Aufnahme. Ich weiß nämlich nicht genau, wann ich meinen Timer gestartet habe. Mist. So, jetzt gibt's ein Tempo-Hieb. Von mir für dich hier. Das war sehr effektiv. Ich erhalte ganz viele Punkte. Da kommt der Macholo. Haben wir ein Flug-Pokémon? Ja, haben wir. Aber das ist schon auch auf 27. Das möchte ich nicht. Ich möchte mal. Nein, das bringt nichts. Ich möchte. Nein. Ja, ich lasse Feigling drin.
hat ja sonst keinen Sinn. Der mit seiner Kampfattacke, die allen von uns Schaden macht. Hier, nimm die Kopfnuss. Besiegt, 340 AP, also nicht ganz, aber fast. Honori die Nudelie. Ja, das, du hast auch Spaß in dem Backen, wa, Bro? So, jetzt entlassen wir den Danalu vor den Meteorfällen. Hier entlang nach Metaross City. Und, ja, würde sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Man sieht sich demnächst mal wieder. Tschüss.